Symbolik des Wassers ist in der Geistigkeit von großer Bedeutung. Das Eintauchen ins Wasser symbolisiert die Wiedergeburt und die Rückkehr in den vorherigen Zustand und das Herauskommen aus dem Wasser, das Entstehen eines neuen Lebens. Das ist der Beweis dafür, dass die wohltuenden Kräfte des Wassers bei der Behandlung zahlreicher Krankheiten seit Urzeiten bekannt sind. Na ovom svetu ne postoji ništa blaže ni stančanije od vode. Ali ona pobeđuje nepopustljivu tvrdoću i u tome joj nema ravna. Seit Tausenden von Jahren schlägt sich das Wasser aus dem Zentrum der Erde bis zur Oberfläche durch. Durch die Äonen wird es gesäubert und durch die heilsamen, in der Erdkruste gelagerten Elemente bereichert. Ein solches heilsames und durch das Magma erwärmtes Wasser fließt durch die Gornja, wo die Gesundheit quillt und wo seit der Antike die Kranken, die Medizin und die Müden eine Erfrischung finden. Auf einer Meereshöhe von 460 Metern am Fuße der Berge Bojan und Vukovic, von unberührter Natur umgeben, befindet sich das Atomkurhallbad Gornja Trepča. In einer paradiesischen Landschaft und in spitzenmäßigen Arbeitsbedingungen bieten die Experten dieses Kurbads Pflege und Behandlung den Erkrankten an rheumatischen Krankheiten, wie zum Beispiel rheumatische Arthritis, Spondyloarthrosis, Arthrose, Spondylose und Diskopathie. Hier werden auch Erkrankte an neurologischen Krankheiten erfolgreich behandelt, an erster Stelle Multiple Sklerose-Patienten, aber auch Erkrankte an der Zerebralparese, der Parkinson-Krankheit, der Muskeldystrophie und auch diejenigen, die an Zuständen nach dem zerebralen Insult leiden. Bedeutend ist auch die Zahl der geheilten Patienten, die an Magen-Darm-Erkrankungen und an Erkrankungen der peripheren Blutgefäße litten. Noch seit der Zeit der alten Römer ist den Menschen in dieser Gegend die Heilkraft des Wassers bekannt, was die Thermen in der Nähe der Stadt Čačak, die aus dem 3. Jahrhundert nach dem Christus datieren, bezeugen können. Die ersten wissenschaftlichen Analysen, mit denen die Heilkraft der Quellen in Gornja Trepča exakt bestätigt wurde, wurden noch im Jahr 1904 durchgeführt. Die Kur entwickelt sich allmählich mit den Jahren, aber seit 2008, als sie privatisiert wurde, blüht sie regelrecht auf. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich verdoppelt und von den 50 Besuchern im Jahr 1904 stieg die Zahl derjenigen, die die Wohltaten dieser Kur genossen, auf 12.000 im Jahr 2011. Neue Investitionen in das Wissen, in die Ausstattung und den Komfort wurden mit dem Zertifikat des Gesundheitsministeriums der Republik Serbien gerechtfertigt, womit diese Heilkur einen Status der Spezialklinik erhalten hat. Poznata je ona Hipokratova izreka da je za oporavak potrebno vreme, ali i dobri uslovi. Das Heilwasser der Gornja Trepča ist in seiner Zusammensetzung weltweit einzigartig. Außer der chemischen Wirkung, was ein Resultat der Mineralzusammensetzung ist, besitzt das Wasser dieses Kurbads auch physische Eigenschaften, die zu therapeutischen Zwecken verwendet werden. Nervenprozesse werden aktiviert, das kardiovaskuläre und das respiratorische System stimuliert, die Zirkulation und der Metabolismus verbessert und bei rheumatischen Erkrankungen lindern sich die Schmerzen und die Starre. Der hydrostatische Druck auf die Venengefäße führt zu ihrer besseren Entleerung und zur Entspannung von Krampfadern. Radioaktive Elemente des Wassers haben eine wohltuende Wirkung auf die Genesung von Nerven und Muskelgeweben. Im Wasser gibt es auch seltene Mikro- und Makroelemente, die für ihre aktive biologische Wirkung auf den menschlichen Organismus bekannt sind. Beim Prozess der Rehabilitation werden alle Therapiearten verwendet, die der modernen physikalen Medizin bekannt sind, von der Elektrotherapie, Lasertherapie, Magnetfeldtherapie, Kinesitherapie bis zur manuellen Massage. Da, zdravlja i znanja nikad dosta. Die Haupteigenschaft der Atomkur ist die ständige Ausbildung und Verbesserung der Servicequalität. Große Investitionen in die Forschung zur Wirkung des Wassers und die Anfertigung klinischer Studien, die den Effekt der Rehabilitation und Heilung bestätigen, sowie die Zusammenarbeit mit bedeutenden Instituten im In- und Ausland, sind ein Zeichen der Forschungstätigkeit in diesem Institut.
Mit dem Ziel einer Steigerung des Serviceniveaus wurde auch das Hotel Voyan eröffnet, ein prachtvolles und modernes Hotel, das nach höchsten Standards eingerichtet wurde, so dass es auch die anspruchsvollsten Patienten zufriedenstellen kann. Beim Bau und der Einrichtung dieses Objekts wurde besonders darauf geachtet, dass die höchsten Standards erfüllt werden, damit behinderten Personen, aber auch denen, die die Kur zur Erholung, Entspannung und Vorbeugung besuchen, bester Service angeboten wird. Außerdem wurde auch viel in die Modernisierung anderer Kapazitäten in der Goldene Treppe investiert, in die Klinik mit 104 Betten und in 15 Bungalows auf dem wunderschönen Berg, umgeben von Kiefern und Eichenwald. Für den nach anspruchsvollsten europäischen, sowohl medizinischen als auch touristischen Maßstäben hohen Servicestandard wurde der ISO- und HACCP-Standard zugeteilt. U životu je najveća sreća imati prijatelje. Israel. Alle, die Gelegenheit hatten, die Kapazitäten und die Leistungen der Atomkur Goldene Treppe zu nutzen, schätzen den individuellen Zugang zu jedem Patienten, die außerordentliche Fachlichkeit des Personals, aber auch das, wofür die Menschen aus dieser Gegend weit bekannt sind, eine ehrliche Gastfreundlichkeit. Gleich nach der Ankunft in der Spezialklinik für Rehabilitation bekommt jeder Patient die höchste Aufmerksamkeit vom Personal. Als erstes wird er von Spezialärzten untersucht und aufgrund von Untersuchungsergebnissen und des allgemeinen gesundheitlichen Zustands des Patienten wird ihm eine entsprechende Behandlung, die im Kurbad durchgeführt wird, verschrieben. Während seines Aufenthalts im Atomkurbad ist der Patient unter ständiger ärztlicher Aufsicht, was für eine gegenseitige Beziehung zwischen den Ärzten und anderem medizinischem Personal und den Patienten während des Behandlungszeitraums entsteht, bestätigen feste Freundschaften, die gerade während der Rehabilitation gegründet wurden. Und die zahlreichen Briefe, die von Patienten aus der ganzen Welt kommen, bestätigen, dass alles, was über die Gastfreundlichkeit und Gutherzigkeit der Menschen aus dieser Gegend erzählt wird, richtig ist. Kažu da je mirna duša najbolja postelja za odmor. Neben den medizinischen Leistungen stehen den Gästen des Atomkurbads Goldene Treppe auch Behandlungen zur Entspannung und zum Genießen zur Verfügung, Wellness- und Spa-Behandlungen. Die Besucher unseres Kurbads können die wunderschöne Natur genießen oder die Klöster der Ovčarsko-Kablarske Schlucht und die römischen Thermen besuchen oder die Bilder von Nadežda Petrović in der Kunstgalerie in Čačak besichtigen. Ovde snaga na usta ulazi. Deshalb gibt es hier ein Restaurant mit einem Menü, das der medizinischen Behandlung angepasst ist, aber auch mit einer weit bekannten Küche, aus der heimische Spezialitäten kommen. Ako postoji čarolija na planeti, ona je u vodi. Onda vidimo se ovde. Zdravo. Wir warten auf Sie im Atomkurbad Goldene Treppe, weil hier die Gesundheit quillt.